Ich glaube, einmal ist das Wichtige, es wirklich nicht als eine HR-Initiative so stark in den Vordergrund zu stellen, weil das ist es einfach nicht, ja. Also wir sind da diejenigen, die das, ne, so die Enablers, also wir unterstützen das. Es muss, finde ich, von oben abgesegnet werden und muss in den gesamten strategischen Ablauf irgendwie passen, dass das zu einem Zeitpunkt Sinn macht. Ja, das ist so das Erste für mich. Das Zweite ist realistischer Zeitrahmen. Das sage ich auch, wir sind immer noch dran. Wir sind jetzt in der Mitte. Wir machen das seit 3 Jahren. Wir sind in der Mitte. Und das wird auch nicht aufhören. Ja? Also da braucht man einen langen Atem sozusagen. Deswegen ist es wichtig, auch den Zeitpunkt clever zu wählen. Und das habe ich ja vorhin an unserem Project Framework gesagt. Ich hätte niemals einen Fachbereich versucht zu überzeugen, die gerade mitten in der Umstrukturierung sind, die gerade ein neues System einführen, die gerade die Prozesse glatt ziehen, zu sagen, okay, und jetzt machen wir KA Academy. Da hätte ich gesagt, so, pass auf, macht ihr das? Meldet euch in einem Jahr nochmal und dann haben wir KA Academy. Also ich glaube, so dieses Timing ist unfassbar.